willkommen zum 20. Adventstürchen. Da bewerbt sich Ferrari Challenge Trofeo Pirelli für die PlayStation 3. Ja. Das ist ein Spiel, das beinhaltet eine große Anzahl an Ferraris und man kann mit all diesen Ferraris Herausforderungen fahren oder Zeitrennen, was auch immer man möchte. Das Spiel ist von 2008 und gehört zu den wenigen Spielen, die tatsächlich 1080 laufen auf dem PlayStation. Das ist krass und sieht auch sehr gut aus, finde ich. Um euch mal zu zeigen, was ich damit meine, gehen wir jetzt auch mal zu den Trophäenrennen bzw. halt zu diesen Herausforderungen für den 348 TB, den wir momentan gerade fahren. Das Hauptauto normalerweise ist der Ferrari F430, aber hier fahren wir als den 348 TB, aus dem Grund, weil ich hier noch nichts geschafft habe. Da gibt es drei Strecken, wo man fahren kann: Mugello, Paul Ricard und California. Aber zuerst fahren wir ein Mugello. Schalten Sie neue Ferraris und Trophäenerrungenschaften dem Trophäenmodus frei, indem Sie Podiumsplätze und Siege in 21 verschiedenen Turnieren erzielen. Verdienen Sie sich mehr Credits im Trophäenmodus, um mehr Ferraris freizuschalten und zu kaufen. So können Sie alle 22 Wagen besitzen. Ja, so ein großer Inhalt ist es nicht, aber es sind alles Ferraris, also es ist schon mal ein großer Bonus. Stellen Sie sich der geballten Geschichte Ferraris im Trophäenrennen, um bis zu 21 klassische und moderne Ferrari-Modelle freizuschalten. Waren es vorher nicht 22? F430 hat man ja schon. Von den zeitlosen Klassiker 250 GTO bis zum Erfurt-gebietenden FX6. So, mal schauen, was wir... Wow, was ist hier los? Und das? Kann ich nicht neu starten? Nein, offenbar nicht, schade. Da muss ich halt aufholen, was geht. Ich bin zwar Mugello eigentlich, aber bin auch schon ewig nicht mehr drauf gefahren. Ich werde wohl nicht mehr rankommen. Schade. Wie gesagt, ich finde es noch ein sehr gutes Spiel, es ist extrem realistisch angehaucht, lenkt sich ähnlich professionell wie ein Gran Turismo. Da wurde wirklich sehr viel Liebe reingesteckt in dieses Spiel, das merkt man. Auch wenn die Schaltvorgänge irgendwie ein bisschen komisch sind. Keine Ahnung, was ich aufhole. Na, so garantiert nicht.
8 Sekunden hat der Rückstand, okay. Jetzt sind es wahrscheinlich schon wieder mehr. Boah, wie der schaltet. Okay, ich merke, geht nicht so gut. Vielleicht mal das ABS einschalten. Und mal aufgeben, damit wir neu starten können. Ja, komm weiter. Komm, verlassen. Ich möchte hier noch was schaffen hier. Neues Spiel. Okay. Dann wieder dieses ewig lange Warten auf den, bis es fertig ist, geladen. Ich und mein Deutsch. Okay, nochmal. Diesmal mit ABS. Mal schauen, ob ich damit ein bisschen besser klarkomme. Ich spiele sie auch das erste Mal seit irgendwie 3-4 Jahren wieder, also logisch komme ich nicht mehr ganz mit. Ups. Sorry. Ja, toll. Ich habe mich voll zu viel geschaltet. Wow, ich kann einfach ohne Feinberührung nicht weiterkommen, ne? Keine Überholung ohne Feinberührung, super. Macht ja sehr gut. Schon wieder. Ich kann einfach nicht gescheit überholen. Würde ich eine Anzeige sehen, könnte ich vielleicht auch gescheit schalten.
keine Ahnung, was er jetzt gerade versucht hat. Wow, ein bisschen aufgeholt, aber zum ersten komme ich trotzdem nicht. Dann verliere ich wegen diesen Scharmützen sehr, sehr viel Zeit. Nicht irgendwo Licht. Kamera. Nee, Licht gibt's nirgendwo. Zumindest weiß ich nicht wo. Es gibt Strecken, da bin ich stärker und es gibt Strecken, da bin ich schwächer. Und offenbar ist Mugello eine der Strecken, wo die Gegner sehr stark sind. Man holt zwar schon ein bisschen auf, aber wenig. Sie verteidigen zumindest sehr logisch. Wirklich, es steckt mehr Know-how in diesem Spiel, als man denkt. So, ich glaube, für eine fünfte Runde reicht es dann noch. Ah, da war ich zu schnell. Vor allem kann ich zweimal runterschalten, dann schaltet das nur einmal. Blöde Getriebe.
will das Rennen danach nochmal probieren, aber das ist dann offscreen. Im dritten Gang. Schaffe ich die Kurve so? Ich fände es fast so jetzt besser. So, eine Runde noch. Tatsächlich muss warten, bis der runtergeschaltet hat. Was relativ realistisch ist. Aber sehr heftig. Ein Grund, warum ich so wenig schalte in diesem Spiel. Und warum ich mich erinnern kann, wenig geschaltet zu haben. Ja, der hat jetzt ganz schön die Strecke geblockt. Wenigstens 10. Ah, gibt noch eine Runde. 6. Wow. Hab ich nicht gedacht. Vielleicht hole ich den da vorne noch auf. Ist aber sehr optimistisch. So, hier fast eine halbe Sekunde aufgeholt in dem Teil.
4. Nochmal eine halbe Sekunde. Naja, hier habe ich übertrieben. Uiuiui. Jetzt habe ich es noch mehr übertrieben. Schade. Naja, schade. So hole ich natürlich nicht auf, wenn ich so viele Fehler mache. Wäre eine gute Runde geworden. Naja. Gut, dann verabschiede ich mich zum nächsten Mal. Hoffentlich schaltet ihr wieder ein. Bis dahin, viel Spaß und tschüss, ne?